Hallo Leute, willkommen zurück in unserem super duper Let's Play DayZ. Hui, wir sind immer noch in dem Häusel und sind im Häusel. Genau, wir wollen jetzt raus. Wir drehen jetzt übrigens das zweite Mal, wir hatten gerade ein paar Lags. Aber nachdem Killer jetzt rejoined ist, läuft alles Wonder Bear. Wir wollen uns jetzt, ich habe jetzt vorhin schon aus dem Fenster rausgeguckt, da habe ich schon ein paar beobachten können, die irgendwie spüren, dass wir hier drin sind. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall raus. Denn wir haben mit zwei Hunger. Ja. Hier unten rechts seht ihr nämlich diese Symbolik. Dann lass noch was essen. Hier drin. Genau. Also ich würde sagen, wir trinken jetzt was. Also essen haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Also ich zumindest nichts. Eigentlich müsstest nur du was dabei haben. Also ich glaube, nur du hast was dabei. Und zwar so eine Dosensuppe. Ich habe Soda Can Pepsi. Schau mal durch. Du müsstest noch irgendwie... oder habe ich das aufgehoben? Nee. Und zwar, du müsstest eigentlich eine Dose zum Essen. Du hast die Pepsi gerade auf den Boden geschmissen. Jetzt habe ich sie wieder. Drink Soda Can. Okay, perfekt. Weißt du, die binden sich die Schuhe, um zu trinken. Das sind echt Helden hier. Das sind zwei Helden. Ja. Warte mal, meine Schuhe, also, dabei trinke ich noch. Ha. Du musst dann das wieder schließen, das Fensterchen, dann hat man es wohl getrunken. Ah ja. So, Dosensuppe habe ich jetzt leider nichts. Also ich lese mal vor, ich habe die Crowbar, das ist diese, hier diese Axt. Ja. Dann die Bandage, dann ein Painkiller und ein Flashlight. Sonst nichts? Fuck, dann habe ich das nie... Mist, dann liegt es noch da rum. Egal. Okay, hast du was zu trinken, ja? Ja, brauchst du was oder hast du? Nee, okay, also Durst habe ich jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt halt gut leichten Blutmangel, aber nur ganz leicht, weil wir vorhin in der letzten Folge, wie ihr wisst, ein bisschen... angefressen, wow, hinlegen, stimmt. Aber erst wenn du rausgekommen bist am besten, ne, über ja, die Schwelle. Genau, wir haben gleich einen Blutmangel, wir wurden arg angefressen. Ich habe noch 7390 Blut, wie sieht's bei dir aus? Lass mal kurz schauen, Blut, habe ich 7353. Okay, also fast gleich, das ist schon mal schön. Warte, sollen wir vielleicht, also eigentlich müssen wir nochmal in die Stadt gehen und die ausräumen ein bisschen. Aber jetzt sind halt wieder alle Zombies... Ein Regenbogen. Schau doch mal. Ein Double Rainbow. Okay. Also. Da vorne steht schon einer. Ja, da steht einer. Meiner hat übelst. Oh, zwei Stück. Ey, meiner ist voll am Zittern, ne? Weil er irgendwie, ne? Pain und sowas. Weil er Angst hat. Ja. Dafür braucht man Pain. Oder wir könnten jetzt natürlich. Auch hier ist dieses Ortsendeschild. What the fuck? Wir können. Was ist los? Ich hab mich hingestellt. Ich wollte dir Painkillers geben, anscheinend. Wenn. Guck mal, da sind drei Pfarrer. Mitten da, wo ich gerade hingucke. Ja. Die zoomen da gerade rein. Sie pinkeln gerade mit angezogener Hose. Ekelhaft. Wie ekelhaft. Nee, auf jeden Fall. Das könnte aber auch eine lange Lauferei sein. Also davon ist das Ortsendeschild Kamehameha durchgestrichen. Wir können jetzt auch in die nächste Stadt gehen, die vielleicht ein bisschen größer ist, wo wir mehr holen können. Ja. Oder wir laufen jetzt halt wieder hier rein und fisten die Zombies. Aber ich habe Angst, dass wir die Axt verbrauchen. Wir eventuell sterben und hier nicht so viel zu holen ist, in den Häusern drin. Okay, dann machen wir es so, pass auf, folge mir mal. Wir gehen auf jeden Fall hoch über Kamehameha. Warte, wie heißt das jetzt richtig? Wir krabbeln mal hin. Wir gehen zu Kamenka, wir gehen hoch und da rechts, also schau, wenn du in meine Richtung schaust, ungefähr da hinten hin will ich hoch. Weil da kommt eine kleine Stadt, das weiß ich noch, da kommt irgendwas Kleines. Und das ist, glaube ich, nice für uns. Und das ist übrigens diese dreckige Hütte, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Hütte hier hinter uns. Diese einzelne graue Hütte. Ah, okay. Nee. Da war ich ganz auf der anderen Seite. Von der State. Wir gehen am besten durch den Wald, weil da kann man wirklich einfach laufen. Da ist nichts. Oder ich habe zumindest noch nie was gesehen, als ich gestern kurz gespielt habe. Ich bin ein Jockel, noch nie was gesehen. Ich habe 5 Minuten Erfahrung, habe noch nie einen Zombie im Wald gesehen. Das heißt, er ist sicher. Warte, bin ich dumm? Oh Gott, warum? Wir müssen uns eh links bewegen. Weil rechts stehen 4, 5, habe ich jetzt gesehen. Aber du hast ja deine Waffe für alle Fälle. Ich habe meine Waffe, genau. Schade, dass ich meine verballert habe. Ich depp, gerade in dieser Zeit, wo es eh nichts gebracht hat. Ich habe jetzt oben rechts 4 Zombie-Kills stehen. Wie sieht's bei dir aus? Zombie-Kill... 3 Killer. Der Regen sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja, das ist schon nicht schlecht. Weißt du, was krank aussieht? Ja. Geh mal in die
in die Innenperspektive und legt dich auf den Boden. Alter. Stell dir mal vor, jemand kommt jetzt ums Eck gerannt und du hast nicht so eine gute Sicht. Und dann noch mit, man fühlt sich viel sicherer mit Third Person irgendwie, weil du einfach mehr Blickfeld ja, hast. Ja, und vor allem, du müsst jetzt, das siehst du später ja, wenn ich es hochlade, meiner wackelt einfach, meiner hat einfach Parkinson. Oh mein Gott! Ich räume mich einfach auf, wenn du dich rollst, kotzt du, Alter. Okay, okay. Das will ich jetzt auch mal kurz machen. Das musst du machen. Ich bin so cool. Na, na, na. Oh. Warte, warte, ey, wir rollen wahrscheinlich gerade in die Zombies rein. Obacht, obacht. Da müssen wir uns direkt entschuldigen. Wir sind einfach immer so lustig. Ich weiß nicht, ob wir da diese spannende Atmosphäre einfangen können. Wir versuchen es immer für euch natürlich. Aber wir sind einfach... Ihr kennt uns ja. So sind wir. Ich finde das krass, richtig realistisch. Ich habe jetzt mal die Innenperspektive gemacht, die du vorhin auch kurz getestet hast. Das ist ja richtig geil, wie das hin und her wackelt. Ja, es ist nur ein bisschen... Alter, wurde es gerade eben hell. Powerbeam! Aber wenn du krabbelst... Du siehst jeden einzelnen Grashalm. Krabbel mal nach vorne, dann sieht man dieses kleine Manko, dass sich das Gras blöckehaft wegdrückt. Aber das ist wirklich, also... Ja, aber nur im Third Person, aber nicht... Ich meine, in der Innenperspektive, da sieht es geil aus. Hier finde ich es nur so mittelmaßig. Aber gut. Oder wenn du stillstehst, die Grashalme. Ja, meiner spackt halt ab. Ich nehme einfach Painkillers. Ich mach das jetzt für euch, Leute. Ich nehme jetzt Painkillers. Oh, Alter, wie meiner abshakt hier. Ich habe keine Painkillers. Hast du Painkillers? Do you got Painkillers? I've got Painkillers. Hast du wirklich zwei? Ne, ich habe eins. Ich dachte gerade, ich hätte dir doch dann zugeschmissen. Okay. Kannst du so kurz droppen, damit ich sie aufsammeln kann? Moment. Sind das schon die Painkillers? Ne, oder? Ey, das ist... Doch, das müssen sie sein. Ah, doch, das sind sie. Danke. Alter, wie meine abgeht. Da sollen wir jetzt mal Richtung Wald reinlaufen. Warte, warte. Oh, jetzt ist meiner wieder ruhig. Ja, er ist ruhig. Ich will machen noch kurz diese... Leute, genießt diesen View. Genießt ihn. Ich werde nämlich eh gleich wieder angefallen und zappe wieder rum wie so ein Spaten. Deswegen gehe ich jetzt schon mal hier in die Krabbeldödel-Perspektive. Guck mal, was für ein dichter Nadelwald da vorne. Wackelt der auch? Ja, die Bäume wackeln auch, Alter. Tausendmal besser als bei Minecraft. Stell dir mal vor, DIZ wäre so, wie es ist und dann plus Minecraft nochmal. Du kannst Klötze abhacken und kannst auf Minen stoßen, wo Zombies rumlaufen. Alter, das war die Kombination des Jahrhunderts. Genau, wenn Minecraft einfach diesen Realismus von dem Spiel hier hätte, von DayZ, was übrigens, also quasi das, wer es nicht kennt, DayZ ist ein, man benötigt Arma 2 und dazu noch Arma 2 Operation Flashpoint und DayZ ist, nee, nicht Flashpoint halt, das ist ein anderes Spiel, sorry, Operation Dödelpoint Arrowhead. Irgendwas mit Arrow. Also Arrow, also Pfeilkopf. Operation Pfeilkopf. Und das hier ist eine Mod dazu. DayZ, kostenlos, könnt ihr euch holen. Arma und Arma 2 und das andere genannte Pfeilkopf Operationsspielkosten zusammen 20 Euro bei Steam. Kauft sie euch, sonst seid ihr Dödel. Sonst werdet ihr ganz schön doof, wenn ihr das nicht tun würdet. Pass auf, wir dürfen nicht so arg in den Wald, sonst finden wir nie wieder raus. Die Wälder sind sehr... Wow. Kannst ruhig bleiben, mein Freund. Nicht rumrennen. Hier kannst du auch wieder rumrennen. Hier ist wirklich nichts. Oder, na, jetzt kommt wahrscheinlich gleich einer auf mich zugerannt. Also im Wald kannst du eigentlich rumrennen. Komm mal zu mir, du bist ein Stück aus dem Wald raus. Dann sind wir ja ewig weit weg. Siehst du mich eigentlich... Ah, du siehst mich noch. Ich wollte gerade sagen, du bist schon längst weg. Okay, warte. Okay. Alter, wie du Renner bist, du. Es wurde gerade voll eklig hell, es ist voll eklig hell, oh mein Gott. Der Shader-Mod von DIZ hat auch Probleme, wie bei Minecraft. Wie bei Minecraft. Komm mit, wir sind gleich auf der Straße. Oh, wie du rennst. Wie ein angeschossenes Reh. Mama! Komm mal nach rechts, komm mal hier nach rechts, ein bisschen mehr rechts. Wir müssen erstmal die Straße finden, sonst sind wir gedödelt. Da ist die Straße. Ja, es ist bei mir echt merkwürdig hell, es sieht wahrscheinlich richtig doof aus. Was? Sind das Zombies? Nee. Nur irgendeine Ding, die gewackelt hat, irgendeine Pflanze. Ich glaube, man kann unendlich rennen. Fällt mir gerade so auf. Ja, das ist ungewöhnlich. Normalerweise hat man diese Phase, wo man sich ein bisschen ausruhen muss. Aber hier nicht. Boah, ich habe mich gerade hingeschmissen. Wir können rennen, bis wir tot sind. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Essen. Ich hoffe jetzt in dem nächsten Dorf, wo wir landen,
In London. In London. Wenn wir ein bisschen was zum Knabbern finden. Stimmt. Und eine Waffe wäre auch nicht schlecht. Also einfach Munition. Ich hab's schon. Hast du zufällig Munition dabei? Vielleicht vorhin aufgehoben? Nee. Okay. Ich guck nochmal nach, zur Sicherheit. Weil ich hab. Nee. Eins, hab zwei, nicht. drei verschiedene Arten Munition. Ich brauche Kaliber 45 ACP. Ich glaube, das ist nicht schwer zu finden oder so. Wahrscheinlich hocken jetzt die DayZ-Cracks hier vom Video und denken sich, nein, es ist schwer zu finden, du Idiot. Aber egal. Ich sage, es ist nicht schwer zu finden. Wir schaffen das. Was ist denn hier los? Grabsteine am Straßenrand. Oder einfach in der Straße. Vielleicht war da mal ein Zaun. Du bist doch rimmelhaft. Ich dachte, da hinten steht irgendwas Großes. Weißt du, was geil wäre, wenn man irgendwann mal eventuell noch eine Erweiterung kommt oder ein Update auf dieses DIZ, wo man dann GTA-mäßig Autos klauen kann, Alter, die vielleicht auch teilweise nicht anspringen, weil sie kaputt sind oder so. Ja. Aber dass man ab und zu eins findet, mit dem man rumfahren kann, wo ein Militärfahrzeug, wo vielleicht ein Geschütz noch oben drauf ist. Das gibt's doch hier. Kannst du einsteigen und rumfahren? Ja, man kann Autos reparieren und damit fahren. Achso, das wusste ich gar nicht. Hey, yo, okay. Ich habe Videos gesehen, wo die Leute mit Quads und sowas rumgefahren sind. Warte mal, ich mache direkt ein bisschen Werbung. Das war, glaube ich, Pete. Pete Smeed. Der ist mit dem Quad rumgefahren in Folge 80 oder sowas, keine Ahnung. Das sah schick aus. Da vorne ist irgendwas, ne? Oh, das sind zwei Zombies. Oh, da ist bestimmt was drin in dieser Shad. In dieser Hütte. Oh, die kommen gerade angehopselt. Ich würde sagen, ich erlege die zwei jetzt einmal mal, oder? Warte. Also ich warte, bis die ein bisschen näher kommen, damit wir nicht so ran an die Stadt müssen. Ja, das ist ja eh erst. Nee, leg dich mal hin oder nee, lass uns so laufen. Die dürfen uns halt nicht. Guck mal, die laufen eh von dem Haus weg. Lass mal so entlang schleichen. Ach, komm, wir. Guck mal, so wie ich. So. In dem Bogen ungefähr. Weil da ist sicher was drin. Es ist immer so, die Wiese, wenn Zombies irgendwas bewachen, ist höchstwahrscheinlich auch was drin. Es gibt auch so Jägerstände, weißt du, so Ausgucke. Ich habe ab und zu so einen kleinen Minileck. So Ausgucke und da kann man halt gucken. Und da ist immer eine Waffe drin. Und meistens sind da geile Waffen. Okay, lass mal langsamer laufen. Da hopft einer rum, der hüpft anscheinend davon. Das heißt für uns, it's party time. Da ist bestimmt was drin. Ich sehe nämlich gar keine Stadt. Hast du eine Stadt gesehen vorhin, weil du gemeint hast, wir gehen nicht so lange in die Stadt rein? Nee, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Startgebäude von der Stadt, aber da ist ja sonst nichts. Achtung, da ist einer zwischen den Büschen, falls du ihn von einer... Ich sehe ihn. Ich glaube, da können wir sogar einfach so rein. Die müssen wir gar nicht killen. Wir müssen uns nur hinlegen, ein bisschen rollen und ein bisschen cool sein. Moment. Oh yeah. Oh yeah. Oh, es ist so creepy mit der Sicht hier. Ich würde sagen, wenn wir das Dorf nicht finden, dann folgen wir einfach dem Straßenverlauf. Der muss ja irgendwann in einen Ort reinführen. Ja. Und wir haben jetzt Gott sei Dank jetzt hier in Folge 2 noch nicht gewiped, was auch nicht schwer ist, in einer Folge wahrscheinlich nicht zu sterben. Obwohl immerhin, das war knapp eine halbe Stunde. Also das vorhin war knapp, ey, ich sehe gerade, das ist so ein Ding, das zu ist wahrscheinlich. Ich scheiße mich gleich ein, das kann doch nicht sein. Achtung, rechts von dir ist auch noch ein bisschen weit weg. Fuck, haben die uns gesehen? Nee. Da hinter dir. Lass schnell hin und dann gucken und dann wieder ab. Ey, hier ist gar nichts. Das war einfach eine Falle. Die Zombies haben uns eine Falle gestellt. Sie haben einen Haufen Scheiße gut überwacht. Warte, wir überwachen mal einen Haufen Scheiße und dann kommen sie hin, fragen sich, warum wir das überwachen, dann sind sie da auch noch fressen wie ihren Darm. Hau den auf. Killer wollte sich gleich jugendfreundlich ausdrücken. Dann essen wir ihren Darm. Ja, okay, gut. Ja, wir folgen der Straße. Die müsste... Wartet mal. Ich habe gestern ja kurz gespielt. Ich glaube, die führt nach Bor. Oder in die Stadt, die links von Bor ist. Also ich habe mir die Map versucht, so brutal wie möglich einzuprägen. Damit ich wenigstens weiß, in welche Himmelsrichtung ungefähr was liegen könnte. Aber da es ja eh Straßen gibt, das ist eigentlich Bums. Oh, nee. Nee, hinter der uns. Ist noch weit weg. Aber der hat uns nicht gesehen. Der hat uns... Kurz bevor du geguckt hast, ist er in unsere Richtung, hat dann aber seine Richtung abgewendet. Guck mal, hier auf der Straße ist es scheiße, glaube ich, ne? Da, oder? Na. Ich glaube, es ist immer am besten, wenn man da durch die Prärie stapft. Ja. Ich werde mich jetzt hinknien wieder.
Vorsicht, Vorsicht, langsam, langsam. Kurz mal nach vorne schauen, oder was ist, wenn nicht... Oh Gott, was ist denn da los? Es wäre so geil, wenn wir eine Map finden würden. Nicht rennen, nicht so schnell. Also wenn die so nah sind... Oh mein Gott, er hat dich gesehen. Er hat mich gesehen. No! Wo ist er? Sie muss ihn verklumpen. Ein alter Ex-Militär-Fuzzi. Der hat bestimmt was dabei, munitionsmäßig. Nein, ich bin da verbluten. Fuck. Hast du eine Bandage? Nein. Okay, langsam. Vielleicht hat der was dabei. Ja, Bandage. Wirklich? Geil. Ja, ich schmeiße dir gleich rüber. Oh, Flashlight, das ist, was kein Schwein braucht. Das haben sie immer dabei. Okay, schmeiß geschwind rüber, sonst wird die Sicht nämlich noch behinderter hier für die Zuschauer. Oh, es wird so hell. Bei mir auch. Das ist echt voll komisch. Okay, dann schmeiß ich mal rüber. Okay, also du musst nur genau auf dem Boden irgendwie. Warte, ich hab's ja schon. Ich hab jetzt... Ah ja, jetzt. Bandage myself, nein. Rausschmeißen. Doppelklick mit Linksklick drauf. Okay. Doch, ich glaube, dann ist er draußen. Ja. So. Dankeschön. Dann bandagier dich mal. Boah, 5700. Oh mein Gott. Jetzt zittert er. Also ist der Radius, wo die einen sehen, schon ziemlich fett, wenn man rennt. Ja, also... Ich dachte, ich war recht weit weg und ich dachte, ja okay, also es ist anscheinend wirklich das Sichtfeld, so wie man einen in Wirklichkeit auch sehen würde. Also wenn, weißt du, wenn da jetzt... Ist da noch einer? Nee, also wenn da jetzt einer auf der Straße ist, dann ist es schon sehr gefährlich. Moment, wo läuft's denn? Falsche Richtung. Komm mal zu mir. Warte mal kurz, was sind das da vorne? Holz. Oder? Ah, das ist einfach Holz. Und da hüpft einer rum. Guck mal, wenn wir jetzt hier, wenn da auf der Straße einer stehen würde... Was? Was ist das? Alter. Schon wieder? Was ist denn hier los? Schaffe. Militärbase. Okay, aber der lässt dich in Ruhe, das heißt, du musst dich nicht bandagieren. Okay. Mal gucken, was der hat. Also, guck dich mal bitte um. Ich höre noch einen. Ich mache irgendwas falsch, aber auch mit dem Aufheben die ganze Zeit, glaube ich. Der hat nämlich bei mir gar nichts dabei, bei dir auch? Ja, irgendwie nicht. Okay, komm, lass weitergehen. Jetzt haben sie uns aber gar nicht schon angegriffen hier, attackiert. Eventuell gehen wir jetzt, ich weiß nicht. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach kerzengerade in den Wald laufen und uns dann dort Richtung parallel zur Straße weiterlaufen? Weil im Wald ist im Moment die sicherste Area. Da ist einer. Rechts. Hat er dich gesehen? Nee, rechts vorbei. Ich bin so langsam gelaufen. Da sehen die einen anscheinend, also... Ich glaube, das ist jetzt schon ziemlich gefährlich hier aus der Entfernung so langsam, also so zu hocken noch. Aber es geht. Ey, da sind ganz viele, da ist irgendwas. Da ist so ein Jägerstand. Okay, das ist natürlich ultimativ, jetzt eine Snipe zu haben. Und die könnte da oben drin liegen. Okay, der ganze Wald ist voll. Also, falls da ein Jägerstand ist, dann können wir den erst überprüfen, wenn wir mehr Waffen zur Verfügung haben. Ja, wir müssen halt... Das ist so blöd. Also ich glaube eh, dass wir... Also ich verhungere bald wahrscheinlich. Ich habe nichts zu essen. Mist, wie lange überlebt man ohne Essen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Wenn wir sehen. Bist du gestern an Hunger gestorben irgendwann? Ich glaube schon. Nee. Oder bin ich... Ich glaube, ich bin verblutet. Fuck, ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube, es ist bei mir rechts schon etwas rot, das Essen. Wie sieht es aus, wenn wir in den Wald gehen und Wild erlegen? Kann man das essen? Ja, wir brauchen aber ein Messer, um das zu zerstückeln. Und dann noch, glaube ich, sogar ein Feuer, um es halt zu machen. Ach, scheiße. Okay, was machen wir? Dann gehen wir doch ein bisschen Richtung Straße. Weil die Straße muss ja irgendwann mal in eine Ortschaft reinmünden. Ja, darauf müssen wir hoffen. Stadt. Und dort müssen wir dann schnellstens um Versorgung hoffen. Und bangen. Das ist ein bisschen doof. Ah, da. Warte mal. Ah, ich kann jetzt gerade nicht hinter diese Bäume schauen, ob da einer ist, damit wir wieder etwas schneller laufen können. Ich mach's jetzt einfach. Aber das ist schon krass, ne? Man hat richtig Schiss, alles zu verlieren, was. Da ist einer. Leg dich am besten hin. Ich lieg. Es ist krass, dass man wirklich. Man hat richtig Schiss, alles zu verlieren, was man aufgesammelt hat. Wir haben ja eigentlich noch nichts. Fast nichts. Ich meine, Waffe ist wahrscheinlich nicht schlecht. Stell dich mal vor, nach 10 Folgen oder so hat man das Pech. Man ist kein einziges Mal gestorben, dann kommt's. Das ist natürlich deine bittere Pille.
Ich meine, irgendwann stirbt man sowieso, egal wie weit man ist. Irgendwann passiert man dumme Fehler. Ja. Und dann stehen 5 Stück hinter dir. Vielleicht hast du irgendwann später Bazooka und Flammenwerfer und so. Dann kannst du dann Massen vernichten. Also ich habe gehört, dass man sogar Helikopter fliegen kann, wenn man einen zusammenbaut. Alter, wie wenn man einen zusammenbaut, wie gewillt. Ich habe schon Helikopterteile gefunden mit gestern mit dem Kumpel da. So ein Rotor, also so ein Rotormotor. Da hat er gemeint, das ist für einen Helikopter. Da habe ich auch gemeint, was? Was? Und da dachte ich mir, da fuck. Ob wir schon lang genug aufnehmen? Wir wollten eigentlich die Folgen hier kurz und knackig machen. Aber... Ich glaube noch 2-3 Minuten, vielleicht bis wir gerade den Anfang des Ortes sehen. Und dann in der dritten Folge werden wir diesen Ort, wenn mein Plan aufgeht, dann betreten. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass wir die nächsten 20 Minuten hier dieser Straße entlang hangeln. Na, das wäre etwas behindert. Aber das Gute ist schon mal hier, also wenn wir jetzt hier links und rechts gucken, sieht man schon mal nichts, da ja rechts ist ein sehr dunkler Wald. Guck mal, da ist so dicht, dass da überhaupt keine Helligkeit durchdringen kann. Also jetzt genau hinter dir. Boah, ja. Das ist echt krass. Ich würde gerne so ein bisschen... Ja klar, ein bisschen rennen ist der Verrückte. Auf die Knie mit dir, du Dödel. War da was? Oder bist du nur aufgestanden? Ich bin gerade eben aufgestanden und meine ist ein Stück gerannt, der verrückte Hans. So. Ich dachte gerade, da wäre was. Nee, cool beim. Das Schlimmste ist halt im Wald, wenn du denkst dir, du bist sicher und läufst dann etwas schneller, etwas aufrechter. Und dann kommst du an so einen Jägerstand, wo 3 Zombies sind oder 4. Und die hacken dich dann um. Ey, da hinten läuft einer, siehst du den? Ja. Einfach weiter. Da hinten waren die 2 Bäume, wo ich gemeint habe, ich kann nicht durchschauen. Ich mich da jetzt richtig direkt... oh mein Gott, wir wären direkt tot gewesen. Oh. Ich würde sagen, wenn wir 3 Balken haben beim Auge, würde ich sagen, legen wir uns hin und gucken erstmal, in welche Richtung er läuft. Und wo er überhaupt ist. Ja. Oder? Also ich habe jetzt im Moment 2. Wie viel hast du bei dir? Ich habe auch 2, aber die Balken sind immer da. Also ich meine, die, auch wenn kein Zombie da ist, weißt du? Achso, das ist generell für gesehen genau, werden. Genau. Ich dachte, das ist nur, wenn dich wirklich dann einer sieht oder hört. Ich habe jetzt 3 Balken, weil ich dumm bin. Keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder nur 2. Sollen wir mal auf den Weg gehen? Ich habe Schiss, auf den Weg zu gehen irgendwie, aber auf der anderen Seite... Wir können ja ein bisschen näher rangehen, aber ganz auf den Weg, ich weiß nicht. Ich glaube, im Wald sind wir bis jetzt ganz gut gefahren. Ja, das auf jeden Fall. Aber hier, ich sehe halt hier weit und breit wieder nichts einfach. Also keine Stadt, kein gar... Guck mal, da ganz hinten läuft, da siehst du, da läuft den Weg entlang. Der läuft den Weg entlang und hat ein Lied auf den Lippen. Komm, wir laufen mal nach links und gucken mal da, ob wir irgendwo einen Ort erkennen. Warte, ich schaue mich erstmal dick um. Ich würde nämlich gerne aufstehen und nicht jetzt hier rumschleichen die ganze Zeit. Außer da hinten sehe ich was, sowas wie so ein Öl. Oh, links von dir hampelt auch einer rum. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter, diese ist im Wald drin, die Verrückte. Was siehst du? So ein Ölding des Kirchens? Ja, guck mal hier, in die Richtung, wo ich laufe. Das siehst du, glaube ich, nur im rangezoomten Modus. Da ist hier irgendwas. Also ich sehe da noch einen Jägerstand. Das ist schon mal... Alter, da war gerade eben mein Schatten und ich dachte, das ist so ein Hobbit. Ey, links neben dir ist einer, ne? Guck mal, bisschen weiter nach rechts. Ich sehe es, da sind sogar 3, oder? Nee. Ja, das ist halt dieser Jägerstand. Wo ist das so ein Ölding? Oh. Ja, da krabbelt einer. Scheiße. Schnell zurück. Meinst du diesen Jägerstand oder wovon hast du gesprochen? Nee, da vorne, in die Richtung, wo ich jetzt momentan gucke. Aber das sehen wir nicht, weil da Bäume die Sicht versperren. Aber wir mussten uns da jetzt gerade zurückfallen lassen. War das eindeutig? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Stadt ist. Es hat ausgesehen wie ein Teil einer Fabrik. Aber ich will jetzt Strommasten. Lass mal hier auf die Kuppe gehen. Dort, wo die Stimmt, Strommasten, okay. Aber die führen ja auch irgendwann ein industrielles Gebiet. Ja. Ich würde gerne in so einer Fabrikhalle rumlaufen. Oh, das wäre echt geil. Hier, guck mal, hier kann man gut runter... Na, okay. Ganz da unten sind auch Bäume. So. Auf jeden Fall ein sehr hohes Maß an Realismus. Also so stelle ich es mir eigentlich auch in Wirklichkeit vor. Das denke ich auch, wenn, dass man da so rumschleicht, weil du einfach voll Schiss die ganze Zeit. Ich denke am Anfang, wenn sowas jetzt monatelang wäre oder über Jahre, dann hat man irgendwann so einen Instinkt dafür, ein Gefühl, wie man sich verhalten muss. Ja.
Und hier am Anfang ist es eigentlich so, wobei wir jetzt im Spiel wahrscheinlich viel mutiger sind, viel draufgängerischer wie in Wirklichkeit. In Wirklichkeit würden wir uns erstmal im Keller verbarrikadieren, bis wir kurz vorm Verhungern sind und würden dann kurz rausgucken. Ja, weil wir wissen, dass da Zombies brauchen. Aber im Moment sind wir auch so ziemlich zurückhaltend, drehen uns apathisch ab und zu mal zurück, so links, rechts gucken. Auf jeden Fall, ich meine hier, wenn man sich überlegt, wir waren die ganze Zeit auf der rechten Seite des Weges und links waren einfach die ganze Zeit Zombies. Das ist irgendwie crank, einfach. Ich habe die ganze Zeit keinen gesehen und dachte, wir können rennen. Und hab's aber nicht gemacht einfach, das ist der Instinkt, ja, nicht rennen. The Instinct to Entertain Brothers. Was ist denn da oben? Also der Weg muss jetzt gleich irgendwo hinführen, weil ich mir nämlich sonst in die Hose scheiß. Ich höre Geräusche. Diese komischen... Das hört sich auf der einen Seite wie ein metallisches Geräusch an, wie so ein Schleifen von Metallen. Ja. Das könnte aber auch irgendwie ein Atmen sein. Das erinnert mich an Silent Hill, an den Film. Den haben wir mal zusammen gesehen, glaube ich, ne? Ja. Dieser Horrorfilm, der ist echt nicht schlecht. Und da ist, glaube ich, auch so, ne? Wenn dieser Böse kommt, dann rascheln alle Radios und sowas, wenn dieser, keine Ahnung, mit diesem Hut halt kommt. Mit dem Hut und mit diesem riesigen Schwert. Ja, genau. Oh, hier wird's schwierig, ne? Hier wird der Wald dicht. Wobei das auch auf der anderen Seite eventuell Sicherheit bedeuten kann. Wie bist du eigentlich so schnell? Ah, du duckst dich gar nicht. Doch, ich duck mich. Hör mal, ich bin genauso langsam wie du. Ich bin nur vorgelaufen, aber eigentlich kannst du nachrennen, weil hier war ja nichts. Ja, genau. Du bist ja vorgelaufen, da war nichts, ist nichts. Ja, sagen wir dann so, der Weg knickt eh nach rechts ab. Sollen wir auch nach rechts ein bisschen? Moment, halt, die Folge ist bestimmt schon wieder 8 Jahre lang. Ja, okay. Ich habe jetzt gehofft, wir treffen jetzt noch auf eine Stadt oder sowas. Die kommt bestimmt gleich bei Folge 3. Okay, gut. Legen wir uns mal kurz hier hin. Guck mal hier, legen wir uns am besten zu diesem Stein hier oder so. Und der nächsten... ich glaube, da vorne ist was. Ah, nee, das ist ein Baum. Ich dachte, da wäre ein Mast. Lass einfach in der nächsten Folge direkt weitergehen. Okay, Leute, ihr habt gehört, was Killer gesagt hat. Wir gehen in der nächsten Folge hier weiter an der Straße entlang. Und die wird ganz bestimmt in ein fettes Städtchen führen. Und mal schauen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.